erstmal da lang gehen. Boah, ist gerade wirklich dunkel. Also bei mir ist es echt. Wahnsinn. Huh? Das frage ich mich auch, aber die haben hier eine Truhe. Stahlbolzen, Fackel, nein. Gegengift. Stoppt andauernde Gifteffekte. Oh, nehmen wir mal mit, hört sich gut an. Schimmerpilz, nein, nein. Trollfett. Zaubertrank der Krankheitsheilung, perfekt. Fragst du dich das auch? Echt? Ey, doch, 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 war richtig. Gegengift. Geldbeutel. Spinnenei. Nein. Hm. Ich muss da, glaube ich, runter, aber ich lauf mal kurz hoch. Da geht's ja weiter hoch, ne? Oder muss ich doch hoch? Nein. Da hätten wir auch runterspringen können. Hey, hier läuft eine Spinne hinterher. Oh, süß. Okay, dann steigen wir mal tiefer hinab. Ins Ungewisse. Ah, verflucht. Hey! Du, komm jetzt her. Bleib da stehen. Jetzt. Laufen wir mal weiter. Seltsam. Kein einziger Gegner außer so Spinnen. Aber sonst nichts. Ich will gar nicht wissen, was uns hier noch erwartet. Oh, ein Troll! Und noch einer. Oh mein, ich hab's für eine Kiste. Wir können ein bisschen Bogen-Action machen. Klatsch. Hui. Boom. Ins Gesicht, Junge. Und weg. Dumm. Jetzt habe ich doch den falschen Schrei noch drin. Hat's ihn einfach mal weggehauen. Hm. Schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Eine Truhe. Eine blutverschmierte Truhe. Sonst Maragd nehmen wir mit. Aber mehr auch nicht. Weil ich bin irgendwie immer so vollgeladen. Ich muss mal alles ablegen, was ich nicht brauche. Das mache ich, glaube ich, aber irgendwann mal offscreen. Hey. Wer ist das? Ist der böse? Kommt näher. Ihr habt hier nichts zu fürchten. Hey, wer bist du? Ich bin Ritter Paladin Gelebor. Willkommen im großen Dom von Auriel. Diese Höhle ist ein Tempel für Auriel? Auriel, Alkosch, Akatosch. So viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Schneeelfen? Ihr seid ein Falmer. Ich bevorzuge Schneeelfen. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet.
Die verderbten Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Cool. Ich glaube, ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Warum auch sonst? Ich kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Okay, was für eine Art von Hilfe benötigt ihr? Habe ich denn eine Wahl? Woher wusstet ihr das? In den tausenden von Jahren, die ich dem Dom als Wächter gedient habe, gab es keinen Besucher, der aus einem anderen Grund hergekommen wäre. Sie bitten um Auriels Bogen und ich bitte Sie um Hilfe. Das ist schon so oft passiert, dass ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen kann. Was für eine Art von Hilfe benötigt ihr? Ihr müsst Erzvikar Virtur töten. Was? Meinen Bruder. Okay. Euren Bruder töten, warum? Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist. Aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach nicht, warum Auriel so etwas zulässt. Okay, was genau haben die Betrogenen getan? Sie fegten ohne Vorwarnung in den Dom, mit dem Ziel, jeden zu töten. Okay, habt ihr euch nicht gewehrt? Der Dom war ein Ort der friedlichen Anbetung. Ich führte eine kleine Gruppe von Paladinen an, aber wir waren der schieren Anzahl der Betrogenen nicht gewachsen. Sie veranstalteten ein Gemetzel. Dann stürmten sie das Allerheiligste, wo sie Virtur verdorben haben. Das glaube ich jedenfalls. Ihr wisst noch nicht einmal, ob er noch lebt. Er lebt noch. Ich habe ihn gesehen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Schmerzen leiden oder angespannt sein. Er steht einfach da und wacht, als würde er auf etwas warten. Okay. Hey. Habt ihr versucht, ins Allerheiligste vorzudringen? Die Wegschreine unbewacht zu lassen, würde meinen heiligen Dienst als Ritter Paladin von Auriel verletzen. Und ein Angriff auf die Betrogenen, die das Allerheiligste bewachen, würde nur mit meinem Tod enden. Das wollen wir natürlich nicht. Wegschreien. Wegschreien. Ja, lasst es mich euch zeigen. Ja. Ich hasse es, NPCs hinterher zu laufen, die so arschlangsam sind. Huh. Das ist also die Magie der Schneeelfen. Unglaublich. Bei diesem Bauwerk handelt es sich um einen Wegschrein. Als der Dom noch ein Ort der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung. Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Was bedeutet das Becken in der Mitte? Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte, erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bruder töten und Auriels Bogen für uns beanspruchen können? Ich weiß, wie sich das alles anhören muss. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten. Der einzige Weg, zu meinem Bruder zu gelangen, ist den Fußstapfen der Initiaten zu folgen und wie sie von Wegschrein zu reisen. Der erste befindet sich am Ende der Schwarzfallpassage. Einer Höhle, die den Mangel an Erleuchtung symbolisiert. Wie viele weitere Wegschreine gibt es noch? Es gibt insgesamt 5 Schreine, die über den gesamten Dom verteilt sind. Diese Höhlen müssen riesig sein. Höhlen? Oh, keineswegs.
Der Dom umfasst mehr als nur ein paar Höhlen, wie ihr schon bald entdecken werdet. Ich kann euch jedoch nicht ohne den Wasserkrug des Initiaten losschicken. Krug des Initiaten hinzugefügt. Ich muss ihn also an jedem Wegschrein auffüllen. Wenn ihr einen Wegschrein ausfindig macht, wartet dort ein spektraler Prälat, der ihn hütet. Er wird euch gestatten, das Wasser aus dem Becken des Schreins zu nehmen, so wie es auch die Erleuchteten tun. Ich breche jetzt auf. Dies ist womöglich unser letztes Gespräch. Solltet ihr vor eurer Abreise noch Fragen haben, stellt ihr sie mir besser jetzt. Ansonsten kann ich euch wohl nur noch eine sichere Reise wünschen. Dankeschön. Überlebe die Schwarzwaldpassage. Fragen? Ja. Dachte ich mir schon. Was sind die spektralen Prälaten, von denen ihr gesprochen habt? Das sind die Geister der Schneeelfenpriester, die sich um die Wegschreine gekümmert haben, bevor sie von den Betrogenen abgeschlachtet wurden. Durch die Gnade Auriels wurden sie zu ihrer Spektralform wiederhergestellt, damit sie ihre Dienste fortführen konnten. Okay, gut. Sie sollten uns helfen können. Ich fürchte, dass sie in ihrer gegenwärtigen Form noch immer glauben, dass der Dom ein aktives Zentrum der Anbetung ist. Sie werden euch nicht antworten, sondern glauben lediglich, dass ihr ein Initiat auf der Reise zum Allerheiligsten seid. Na gut. Was ist der Dom von Auriel? Sie ist, oder vielmehr war, der Mittelpunkt unserer Religion. Die meisten Schneeelfen verehrten Auriel. Der Dom wurde ungefähr zu Beginn des ersten Zeitalters errichtet. Er sollte eine Anlaufstelle für all jene sein, die nach Erleuchtung suchten. Die meisten Schneeelfen? In unserem Reich gab es auch Tempel zu Ehren einiger der anderen Götter. Trenimak, Syrabane, Jefre und Phynaster vervollständigten das Bild. Diese Tempel verblassten aber neben der Pracht des Doms und seiner Wegschreine. Die Wegschreine gehören also zum Dom? Oh ja, sie waren ein wichtiger Teil der Abläufe hier. Sie repräsentierten die Schritte der Initiaten auf dem Weg zur völligen Erleuchtung. Leider ging die Magie, durch die diese Wunder entstanden, lange vor meiner Ankunft hier verloren. Okay, wer war euer Volk? Wir waren einst ein blühendes und wohlhabendes Volk, das einen Teil von Himmelsrand kontrollierte. Leider lagen wir ständig mit den Nord im Krieg, die das Land als Heimat ihrer Ahnen beanspruchten.